Hallo und herzlich willkommen zu dem Spiel The Ascent, was jetzt gerade mal einen Tag raus ist. Ich habe schon ein paar Stündchen spielen können und ich habe hieraus jetzt mal wieder ein Video gemacht in Form eines Spieltestes. Und ja, ich habe euch ein paar Clips am Anfang gemacht, wie das aussieht, wie das Gameplay ist. Und am Ende könnt ihr euch auch gerne noch angucken, wie man im Interface alles Mögliche machen kann, die Ausrüstung anziehen, Waffen upzugraden und alles Mögliche. Wie das halt so aussieht, was es so alles im Interface gibt. Ja, damit der langweilige Teil nach hinten kommt, wer da noch Bock hat. Gut, fangen wir an. Hier habe ich mir gerade den Charakter erstellt. Ich muss wirklich sagen, grafisch richtig geil. Also es ist jetzt hier die PS5-Version. Und ich muss schon sagen, ja, Grafik ist einfach nur schick. Also es macht schon ey, wirklich Spaß, auch gleichzeitig zu sehen, wie die Effekte hier sind. Also in dem Spiel steckt echt Liebe drin. Also das merkt man. Auch von der Steuerung her sehr flüssig und ja, ich sag mal, auch schießen oder ich sag mal im Nahkampf gehen überhaupt kein Problem. Obwohl hier eher Punkte ballern ist. Also es ist sehr, sehr selten, dass wenn mir einer zu nahe kommt, dass ich da irgendwie jetzt einen Move machen könnte für Nahkampf. Deswegen ist das eher grobes Rumballern und das macht schon richtig Laune. Und ich habe hier jetzt einfach mal ja, ein paar Videoclips für euch zusammengeschnitten, wo ihr halt das Spiel sehen könnt. Hier jetzt auch, ne? Richtig geil. Kämpfen wir gegen unseren etwas ersten größeren bösen Buben. Und da könnt ihr das mal sehen. Also ich finde es einfach ziemlich geil gemacht, einfach, weil es mich auch so an die Welt von Cyberpunk erinnert. Ich bin ja ein mega Cyberpunk-Fan. Ne? Ich liebe das Spiel einfach und seit den ganzen Updates ist das Spiel einfach so geil geworden. Und hier merkt man das einfach auch, das ist einfach nur aus der Vogelsicht, das ist mega nice. Was ich sagen kann, ich denke, ihr könnt euch später Implantate einbauen. Mit diesen Implantaten habt ihr dann Effekte, wie zum Beispiel, denke ich mal, automatisches Zielen. Ich habe eins gesehen, was halt wo beschrieben stand, dass die Visierung um einiges besser wird. Das heißt, momentan seht ihr, wie ich hier manuell halt ganz normal ziele, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich mir so ein Teil einbauen kann, dass mein Charakter automatisch auf die Gegner zieht und nicht einfach nur ballern drin drauf, was natürlich noch angenehmer wäre. So, und man sollte am Anfang wirklich die ganzen Gegner, die man da hat, nicht unterschätzen. Die können euch schnell platt machen. Und zwar richtig schnell. So, und halt durch so Kills, da levelt ihr halt auf und ja, bis jetzt Fähigkeitenbaum habe ich jetzt so noch nicht wirklich gesehen. Man levelt erstmal auf, ich denke mal, um auf die verschiedenen Waffen und Rüstungen freizuschalten. Dafür bin ich halt noch recht am Anfang, aber es ist halt ein Anfangs-Spieltestvideo. Und ja, ich wollte euch hier jetzt auch mal zeigen, wie das einfach aussieht. Ne? Hier laufen zig Aliens rum, das ist so eine geile Atmosphäre, man hat so viel Spaß. Und ihr könnt jetzt zum Beispiel auch einfach die Pfeiltaste nach oben drücken, um zu gucken, wo ist meine nächste Mission. Was ich aber auch am Ende des Videos nochmal zeige, wie das mit der Karte aussieht und dass man da halt auch Missionen auswählen kann. Ja, und wie man dann einfach hier rumrennt, ne? Ihr könnt die Leute anstupsen. Tatsächlich gibt es sogar manche Orte, da habt ihr richtig viele Leute, da könnt ihr einfach die Knarre ziehen. Wenn ihr Unschuldigen tötet, passiert irgendwie nichts. Also kommt nicht eine, weiß was ich da, diese Konzernpolizei oder so. Keine Ahnung. Also wie man sieht, wie viele Leute hier auf einem Fleck sind. Auch der Riesenroboter, ne? Da muss ich ja erstmal vorschwärmen und mir den gut angucken. Und ja, es ist eine mega coole Atmosphäre. Es macht wirklich auch deutlich Spaß. Und hier sind wir jetzt mal in einem längeren Fight. Ich habe auch schon etwas bessere Ausrüstung. Das seht ihr jetzt unten rechts. Da seht ihr halt, wie meine Waffe ballert. Ihr habt übrigens so gesehen unendlich Munition. Ihr müsst einfach nur nachladen. Die kommt immer wieder. Bei den Waffen, die ich jetzt so testen konnte, war da nie irgendwie eine Anzahl, dass ich Munition einsammeln kann. Deswegen gehe ich davon stark aus, dass egal welche Waffe ihr euch in dem Spiel holt, einfach nur nachladen, habt ihr wieder volle Munition, was für so ein Spiel immer sehr gut ist. Also da bleibt der Spaßfaktor einfach hoch, wenn man nicht ganz dann noch auf die Muni achten muss. Da seht ihr halt unten rechts auch noch diese zwei roten Balken, das ist eure Lebensanzeige. Wenn die halt runtergeht, seid ihr tot. Und jetzt kommt das Miese, wenn ihr stirbt, könnt ihr da, wo ihr gestorben seid, wieder spawnen. Die Sache ist nur, sobald ihr da wieder gespawnt seid, leben aber auch alle anderen Gegner, die ihr platt gemacht habt. Das heißt, wenn ihr euch zurückziehen wollt, müsst ihr euch jetzt wieder gegen Schare von Gegnern durchkämpfen. Was aber auch einerseits ziemlich gut ist, wie ihr unten rechts ja auch sehen könnt, steht da Stufe 7. So levelt ihr euch halt auch. Ne? Umso mehr Gegner ihr tötet, kriegt ihr eure XP sauschnell rein. Also das geht wirklich fix, finde ich.
Um 3 könnte ich jetzt die Waffe wechseln zum Revolver, aber ich habe mich hier erstmal in die MP verliebt. Das macht einfach richtig Laune, einfach rumzusprayen wie ein Verrückter. Und oben rechts habt ihr halt auch die Karte. Mit der Karte arbeitet einfach mit der Karte. Ich sehe genau, wann da ein roter Punkt in meine Nähe kommt, was ich dann zu tun habe, dass ich dann da schon provisorisch in die Richtung ballern kann. Und das Spiel ist echt gut ausgeklügelt. Also ich muss schon sagen, das macht Laune. Dass man sich so auch ein bisschen vorbereiten kann. Nicht nur rumrennen und rumballern, sondern auch jetzt gerade durch die Karte da oben weiß ich, okay, da kommt jetzt ein Feind, gehe ich jetzt in Deckung, schieße ich aus der Deckung. Ihr habt da nämlich auch zwei unterschiedliche Einstellungen. Die seht ihr jetzt. Einmal hoch, runter. So könnt ihr aus Deckung schießen. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt hinter der Deckung stelle, würde ich halt die L2-Taste drücken, dann guckt er etwas hoch und in dem Moment schießt er halt dann konstant aus der Höhe rüber, was sehr praktisch ist. Wenn man mal richtig viele Gegner hat, dann ist man froh, dass man eine Deckung hat und aus der Deckung so ein bisschen seine Waffe raushält und raussprayen kann. Und ja, man sieht die Lebensanzeige ja auch von den Gegnern. Nee, die Umgebung ist auch tückisch, müsst ihr aufpassen. Wie ihr seht, konnte ich die Jungs da jetzt super in die Luft jagen. Kann euch natürlich auch passieren. Und einfach, ich finde auch diese Atmosphäre ziemlich cool. Wir spielen halt wirklich auf so einen richtig abgedroschenen, kranken, müllverseuchten, was ist das, Raumstation, Planet? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber nee, einfach, jetzt guckt euch das an. Also ich hoffe mal nicht, dass unsere Zukunft irgendwann so aussieht. Ja, und von der Atmosphäre macht es einfach unglaublich Spaß. So, dann habe ich hier auch noch. Ich habe mir so ein paar Sachen ausgesucht, die ich extrem cool fand. Auch so vom Aussehen her und bin ich überlegt, das ist gerade der Anfang, was werde ich noch alles zu sehen bekommen. Und ihr könnt das halt auch mit 4 Freunden zusammenspielen, also insgesamt mit euch natürlich. Also könnte ich jetzt noch 3 Kollegen dazu holen. Und ich glaube, wenn man das mit Freunden zusammenspielt, ist das Spiel noch geiler. Also da werde ich definitiv mir eine Truppe zusammenstellen. Weil es einfach unglaublich Spaß macht. Ich meine, jetzt seht ihr das hier, jetzt kommt da eine riesen Horde. Ich bin da halt hinter der Deckung, ich muss weg irgendwie, ne. Wenn euch ein Totenkopf angezeigt wird, ist das meistens ein böser Babbo mit einer bösen Gun. Der schießt halt Raketen, wenn die treffen, macht sauer. Ja, und dann flext ihr euch von einem Level da zum anderen, ne. Ihr habt halt auch noch wie die kleine Hauptstadt, die ich euch am Anfang gezeigt habe, wo ihr dann Vorräte, Rüstung, alles Mögliche kaufen könnt. Ja. So viel zum Ballern. Hier habe ich noch einen schönen kleinen Kampf für euch, wo ich da gegen diese zwei Typen mit einem Hammer drauf knüppeln. Also sie wollen auf mich drauf knüppeln, aber nee, die MP regelt. Nur also, so was habt ihr halt dann auch. Ne? Dann kommt ihr da in so einen kleinen Mini-Boss-Fight rein und denkt euch, ist Müll. Halt das Ausweichen, wie ihr bei mir seht, das Ausweichen ist da wirklich Gold wert. Und ja. So zum Großen und Ganzen, ich denke mal, da wird noch jede Menge Input in dem Spiel kommen, so generell, umso weiter man kommt, was man sicherlich noch alles upgraden kann, machen kann, welche Aufträge man machen kann. Nur so für den Anfang, für mein erstes Spielerlebnis, muss ich schon echt sagen, es macht mir mega großen Spaß. Und ich denke auch, wie gesagt, gerade in der Truppe wird das Spiel mega rocken. Es läuft flüssig, ich hatte jetzt noch keine Bugs. Das ist auch mal schön, weil man kennt das ja, ein neues Spiel, startet man gerade und bugslastig hoch 10. Vielleicht ändert sich das ja jetzt mittlerweile. Elden Ring war ja auch recht angenehm, ohne viele große Bugs. Und hier bei The Ascent ist es tatsächlich bis jetzt das Gleiche. Das muss man auch mal positiv erwähnen. Ja, und jetzt wo ich mich da mit diesen zwei Oberbabos rumgeschlagen habe, kommen wir zu den eher unspektakulären Teil. Und zwar das ganz normale Interface, was kann man machen. Hier sind wir jetzt beim Charakter, Fertigkeiten. Da seht ihr halt rechts euren ganzen Status, wie viel Leben ihr habt, wie viel Schaden ihr macht. Dann könnt ihr hier noch auf Kopfgelder gehen. Habe ich momentan noch nichts, weiß ich noch nichts. Und Cyberdeck ist zum Beispiel, dass ihr euch ins System einhacken könnt. Zur Ausrüstung primär, sekundär könnt ihr euch einstellen, welche Waffe ihr da reinpacken wollt. Geht halt immer nur 2, die ihr dann so mit euch tragen könnt. So, und hier habt ihr halt eure Handgranate. Bei mir ist es halt so ein elektronisches Ding. So, und dann kommen wir dann zur Rüstung. Dann könnt ihr rechts immer eure Werte sehen. Hier seht ihr auch, was die bedeuten. Mit psychisch, Energie und digital und sowas. Was ihr halt auch immer manchen Gegnern einfach braucht. Ne? Also, ich sag mal, ich habe jetzt die eher, die auf Leben pushen, mir gekauft tatsächlich beim Händler und trage die jetzt momentan auch.
So viel zur Panzerung. Also ganz normales, ne? Das beste Zeug, was man kriegt, zieht man auch an, damit man länger lebt und gute Rüstung hat. Ja, hier habt ihr zum Beispiel passive Verbesserungen. Dann, die könnt ihr auf der Map finden, wie auch kaufen, bei dem Chirurgen tatsächlich. Und mit diesen passiven Dingern, da könnt ihr halt zum Beispiel, ihr könnt schneller nachladen, ihr habt mehr Leben oder ihr könnt vielleicht auch irgendwann doppelt da schneller ausweichen, ich weiß es nicht. Also da könnt ihr auf jeden Fall passive Sachen reinknallen. Ja, und das war's auch schon mit dem großen ganzen Kodex. Kennt man Karte und Mission. In Karte sucht ihr die Mission aus und fertig. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.